Überschreitungen, zweistellige Zahl an Toten auf unlimitierten Strecken. Das ist aber jetzt reine Spekulation, weil so genau lässt sich nicht ausrechnen, weil das wird in der Statistik nicht erfasst. Klar ist das natürlich immer noch zu viel, kein Thema. Nur, wir nehmen einfach mal nur als Vergleich E-Bike-Unfälle. 2020. Ich habe selbst ein E-Bike. Ja? Ich weiß, dass das alles so seine Gefahren hat. Und 2020 sind auf deutschen Straßen 137 Menschen bei E-Bike-Unfällen ums Leben gekommen. 22 mehr als im Jahr zuvor. Kämen wir, obwohl diese Zahl viel höher ist als das, was auf der Autobahn auf unlimitierten Abschnitten passiert, auf die Idee zu sagen, ja, E-Bikes sind gefährlich, also verbieten wir die? Das ist genau der Punkt. Das ist genau der Punkt. Es sind 137 Menschen auf E-Bikes gestorben. Andere Fahrradfahrer sind sehr wahrscheinlich auch gestorben.